Wait, damit hat sie auf jeden Fall einen Haufen Protection. Und dich brauchen wir dann eigentlich nicht mehr, aber wir nehmen dich trotzdem mit nach draußen. War schon mal sehr nice. Oh, ein Sack. Was haben wir denn? Anti-Venom, gut. Was zu essen. Ist auch gut. So, und eine Fackel. So. Krass. Und Wiederbelebungszeug und eine geräucherte Makrele. Sehr schön. Es ist nur die Frage, wie kommen wir rüber zum Power Gem. Gucken wir uns erstmal gut hier um nach Schaltern. Wenn es welche gibt. Also hier sind schon mal keine. Hier hatten wir ja nur den Schalter gefunden für die Brücke. Genau. Und ja, ich glaube, in den natürlichen Wänden sind keine Schalter versteckt. Nur in den Holzdingern. Also hier so zum Beispiel. Hier glaube ich eher nicht, dass hier irgendwo ein Schalter versteckt liegt. Hier ist auch nichts. Da ist der Power Gem. Da war das Rezept. Das sieht eh so aus, als ob man von da drüben wahrscheinlich rankommt. Also als ob man wieder hochkommen würde. Also gucken wir mal nach unten. Und ich höre viel Zeug, was komische Geräusche macht. Oh, hi. Warum schlägst du da und daneben? Das finde ich gar nicht so toll. Au. Habe ich mich gerade selber getroffen? Anti-Venom. Oh. Da ist so ein Dunkelmacher. Das war nicht so toll. Lightning Blade. Du trink einen Heiltrank, dass du wieder fit bist. Blitzbomben. Werfen wir das Vieh mal hier mit Blitzbomben. Okay. In welchem Teil der Minen ich auch immer gerade gelandet bin. Crystal Mine Abyss. Finde ich nicht so schön. Ach, da ist der Teleporter wieder nach oben. Wenn wir an den rankommen. Mana-Trank. So, solange wir eine Spinne haben, die wir austricksen können, ist das halb so wild. So, sobald es mehrere werden. So, Spinni, Spinni. Bevor große Spinnen hier rausschlüpfen. Was haben wir hier drin? Kräuter. Kräuter, immer gut. Kiste brauchen wir nicht. Da habe ich mich wohl verklickt. Bin ich wohl auf die Menütaste gerade gekommen. Neues Licht zur Sicherheit. Und wenn wir schon dabei sind. Mana-Tränke. Einen Heiltrank brauchen wir für ihn. Mana-Trank. 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 Und noch ein Mana-Trank. Einen kannst du nämlich gleich trinken. So.
Vereisungszauber. Hey. Die 20 Power Gems liegen auf dem Pfad zur Erleuchtung. Ja, das ist schon klar. Blauer Kristall. Blauer Kristall ist auch gut. Jetzt will ich mich aber erst noch ein bisschen hier unten umsehen, bevor ich den benutze. Noch geht es ja mit Lebenspunkten und so weiter. Ah, etwas näher ranzoomen wäre nicht schlecht. Dieses Gebiet hier befrieden wäre eine gute Idee. Da geht es nur durch. Da ist ein Ort. Was ist hier? Hier ist die Schmiede der gefallenen Sterne. Moment mal, wir haben doch einen gefallenen Stern. Also der Meteorit ist so eine Art gefallener Stern. Cool, Meteorhammer. Heavy Two-Handed Weapon, was für ein Ding ist das denn bitte? Der Kopf dieser Waffe ist ein Meteorit. Ja, toll. Welcher umgeben ist mit permanenter Magie. Und er hat Hitze. Toll, wie schnell bist du? 4,5 Sekunden, damit bist du schneller als das Ding. Und sogar stärker. Und du kannst Meteoritensturm zaubern, okay. Jetzt haben wir wirklich was Böses gefunden. Hm, Pfeile. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich hier irgendwo den Crookhorn-Bogen oder was ähnliches finde. Hallo, Spucksäule. Was steht hier? Power me up. Ich habe gerade noch eine Spinne rumkrabbeln gehört. Oder habe ich mich verhört? Licht geht wieder nicht aus. Okay. So, ich mache erstmal alle Nester kaputt zur Sicherheit. Sammel die Heilkräuter ein. Hier war ja die Sackgasse. Oh, hier habe ich noch ein Quivel übersehen. Ja, hätte ich das Lightning-Schwert. Das ist aber einiges schlechter als mein Sichelschwert, was ich zurzeit trage. Teleporter nach oben. Nein. Dich hatten wir schon. Da haben wir Kräuter. So, jetzt müssen wir einen Knopf oder einen Hebel finden. War der für hier? Nein, der war wahrscheinlich... Der war wahrscheinlich für unseren Teleporter, oder? Ach so, ja. Teleporter ist dort drüben. Ja, hier geht es zum Teleporter wieder hinaus, aber das will ich noch gar nicht. Ich würde dich liebend gerne abpowern. Nur, wie geht das? Also hier in der Nähe ist garantiert irgendwo
ein Schalter versteckt. Kurz umschauen. Hier nicht. Du hast so eine Rune. Du hast eine Lebensrune. Achso, du schießt ja wahrscheinlich auch so einen ab. Und hier sind wir wieder hier drin. Nö. Hier ist nur ein Anti-Venom, was ich übersehen habe. Schick. Also ja, wir müssen gar nicht so viele Anti-Venoms brauen, wenn wir damit immer zugemüllt werden. Hier an dem ist auch nichts. Da ist nur der Hebel für den Teleporter. Hier hinter ist auf jeden Fall irgendwas Böses. Hier war die Schmiede mit noch einem Anti-Venom, was ich übersehen hatte. Ja, der Hammer sieht irgendwie seltsam aus. Das sieht eher aus wie so ein Wurfhammer von den Olympischen Spielen. Nein, dagegen schießen bringt nichts. Da dagegen schlagen oder dagegen schießen bringt auch nichts. Wäre ja noch zu schön gewesen, ne? Und hier gibt es auch nichts, was man drücken könnte. Power Gym dagegen schmeißen? Nein. Power Gym hier reinstecken geht auch nicht. Wir haben das Lightning Sword gefunden hier unten. Kann ich nicht benutzen. Super. Aber hey, wir haben die Kugel noch. Ja, Tatsache. Okay. Minenschlüssel. Hätte es auch was gebracht, wenn ich einen Giftbolzen dagegen geschossen hätte? Nein, das nicht. Okay, wie viele Ladungen hast du noch? Hm, mehr als genug. So oft benutze ich die Ladungen von dem Ding ja zum Glück nicht. Jetzt könnten wir da theoretisch reinschauen. Das lasse ich jetzt aber erstmal kurz. Ich speichere schnell vorher, weil da drin klingt es so, als ob da drin was lebt. Und ja, diese Minen sind auch wieder ein interessanter Dungeon. Das ist übrigens der letzte Dungeon, den wir noch haben vor Schloss Nex oder Burg Nex oder wie auch immer. Ach, die Jungs sind das. Die hier drinnen brennen. Wenigstens sterben sie schnell. Wow, wo habe ich jetzt hingeschossen? Wo ist der Ausgang? Da. Ja, komm her. Und Tarion hat Hunger. Dann isst mal was. Gib das Ding wieder an ihn hier weiter. Schluck einen Trank. Wow, das ging leicht. Da hinten ist ein Power Gem, den höre ich doch.
Aber erst einmal in Ruhe umschauen. Da ist nämlich zum Beispiel wieder ein Weg. Hallo. Das und das vor allem ist nice. Der Meister hält den Schlüssel zu allen Mysterien. Ja, der Inselmeister. Nex himself.